Mach du mal, Dalu, kannst auch Huchipau, 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 Huchipau. Wenn du auf ihn. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands Pre-Sequel mit der unfähigen Truppe und mir der Anwärterin, mit Balui. Hallo. Early Oi. Jo. Und Dalukat. Hallo. Der ist Mr. Mega unfähig. Der ist Mr. Mülleimer. Ja, das war ein Ding. So, wir haben jetzt hier. Okay, wir machen mal den Nein. Also, ich renne mal weiter, ne? Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, hinter hinten von mir. Okay. Hier konnte man noch eine geheime Tür öffnen. Bestimmt, Dalo, bestimmt. Mach eine Waffenkiste. Wo ist denn die nächste Luftblase hier, die Kacke? Eine blaue Shotgun. Ah. Juhu. Das ist aber eine Alles okay? Kiste. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janie Springs, Schrotthändlerin. Und du? Ich bin Athena. Balui. Tja, hallo. Ja, hallo. Und was machst du hier? Wir müssen zurück zur Helios-Station, aber das geht erst, wenn wir ein Störsignal irgendwo auf diesem Mond abstellen. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch's doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Byriff? Kann dir sicher jemand helfen? Türke? Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oz-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oz-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Was? Auch noch aufräumen? Ich glaube, es hakt. Aufräumen. Wisst ihr, warum der gute das können die Frauen Byriff machen. Heißt? Nein. Claptrap weiß es. Warum? Das wird gleich noch gesagt. Ah, du hast Spoiler-Alarm. Claptrap weiß sowas. Claptrap weiß es. Dalu hat sich spoilern lassen. Ja, echt, was soll denn das, Dalu, Mann? Belaste dich dein vieles Geld. Hallo. Du kaufst von Nina, ja? Hui. Nicht genug Geld. Oh, das ist ein Schild und ich kann es mir nicht leisten. Roll ich eigentlich bei euch oder laufe ich? Du rollst im Zug. Tut, tut. Oh, es gibt ein hier interstellares Autofahrzeug-Stingsbums. Guck mal, wie geil! Mein. Ja, das machen wir aber noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen erst raus und diese Dings holen da. Irgendwas verprügeln. Oder aufräumen. Aber durch die Scheibe hier kommt man nicht raus. Nee, es wäre auch blöd. Ja, aber vorne ist auch so eine Scheibe zum Rausgehen. Ja, aber nein, das eine ist ein Fenster, das eine ist hier Plasma. Eine Luftblase. Ja, ach, du bist auch Plasma im Kopf. Plasma. Also ich versuche mir jetzt... Im Kopf. Ich verrecke einfach. Ich habe Angst um mein Leben. Was sind das hier für blaue Dinger? Geben die einem Luft? Da kriegst du bestimmt Luft, ja. Warte, guck mal. Ja, wahrhaftig. Oh. Wo will ich denn Luft? Miezekatzen! Dalu, dreh dich mal um, du Lappen. Die hab ich doch schon gekillt. Aua. Hat man irgendwo eine Luftanzeige? Heb mich auf, heb ich mich rette auf. Dich. Claptrap macht das. wo ist meine andere Waffe? Mistvieh. Schrottgans sind meins, ne? Also nur so. Ansichtssache, Claptrap trägt alles. Claptrap trägt Scheiße. Spring mich an, die Viecher. Leute, ich sterbe gleich. Gebäude war mal heil und oder hab ich schon was? In der Lava. Jedenfalls was ist jetzt passiert? Oh. Hab nur ich die Verbindung verloren? Nein. Ich weiß jetzt, woran das liegt. Woran? Jetzt wahrscheinlich beendet sich bei uns auch das Spiel, oder nicht? Also, ja, klar, ich bin schon rausgeflogen. Ich noch nicht. Ihr müsst auch passen, ihr dürft nicht doppelt auf Alt drücken. Aha. Okay. Gut, bei jedem Mal, wenn ich doppelt auf Alt drücke... Ja, warte mal. Dann machen wir jetzt mal einen ganz kurzen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn hier alles wieder läuft. Bis gleich. Okay, bis gleich. So, nachdem Early sein Alt-Tastenproblem in den Griff gekriegt hat, hoffentlich, machen wir jetzt weiter. Jo. Tut mir leid, dass das ein bisschen jetzt die ersten Folgen etwas rumbuggt, was auch immer. Das sind halt Bugs, die gerne mal bei nur bestimmten PCs, nur bestimmten Setup auftreten. Ja, komischerweise immer bei Earlys neuen PCs von denen. Das war in Borderlands 2, wie das genauso gab, da gab es auch irgendwelche Probleme und da kann man leider nicht gegen machen. So Leute, ich habe ja schon ein Level-Up gehabt. Schnauze. Und ich kann jetzt in 3 Talentbäume gehen. Entweder ich liebe euch Leute, aber das fällt ja schon mal direkt weg. Ja. ich bin unfähig. Baum gibt's bestimmt auch. Dann gibt's Boom Trap und der Frag Trap. Und da will ich hin. Oh,
Oh ja, richtig. Ich habe das Ding gesperrt. Ups, schlag die Schlösser einfach mit deinen Fleischklassen. Oh, ich werde euch schon... Oh Gott, Kragon. Oh, bitte niemand um. Oh Gott, ich hab Angst. Geschüttelt, nicht gerührt. Ich brenne schon wieder. Danke für die Luft. Jetzt meine Roboter. Könnt ihr mal irgendwas Sinnvolles machen, als er hier rumfliegt? Ich rette dich. Ah, du hast Level-Up gehabt, dann stehst du von alleine wieder auf. Ja, Gott sei Dank. Ich hab keine Lust, wieder zerfetzt zu werden. Zack, töte Kragont. Komm, miet. Oh Gott, oh Gott, wow, oh Gott. Der kommt aber gesprungen. Aua. Könnt ihr mich jetzt mal nicht... Yes, Level Up. Habt ihr jetzt davon. Puh. Ist doch schon alt. Ich bin noch lange in den Level Up. Okay, jetzt gucke ich mir auch mal meine Skills an. Was gibt's denn Schönes? Ich habe Cyberkommando, furchtlos... Ne, das fällt weg. Jägerkiller. Oh Gott. Aber was hab ich denn? Dank, dass ich dir das Leben gerettet habe, wirst du ein anderes Leben beenden. Dein Opfer heißt Deadlift. Narren Lady. Deadlift? Mit dem Schlagbolzen und echt in Ordnung. So. Also ich kann jetzt entweder meine Drohnen skillen oder ich kann mich skillen mit mehr Waffen oder furchtlos ist, keine Ahnung, ich glaube HP und so ein Tank-Scheiße. Ja, genau. Nö, ich glaube, ich mache aber einen auf Drohnen-Man. Ich bin die Knarren-Lady. Deadlift führt ein paar Scavengers, Scavs an, die immer die alte Dame geplündert haben. Deadlift. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Jedenfalls, er hat den Digistruck-Schlüssel für meine Summenstationen. Oh, Gegner! Wo sind sie hin? Diese komischen Dinger, ne? Und sieht schön hier, das juckt dir einfach nicht. Hier ist echt lecker. Skeglutscher heißt das, du Lappen. Nein, Skeglecker gab's auch. Es gab's in allen Varianten. Aber... Oh Gott. So. Jetzt können wir aber raus, ohne dass wir ersticken. Das ist ja toll. Boah, klingt das scheiße. Wieso hab ich auch einen Helm bekommen? Ah, und die Viecher droppen blaues Zeug und das sind die Luft. Toll. Und zwei. Medikit für dich. Also ich muss sagen, das stört mich so ein bisschen, dass der Sound jetzt so im Arsch ist. Ja, ne? Bisschen komisch klingt's schon. So, wo müssen wir da auf der Map hin? Ich sehe es nämlich nicht. Ach, da oben hin. Nach da hinten so. Ich frage mich, warum ich auch hält das irgendwann länger, ey. Das ist ja mal ätzend, wie schnell das leer geht. Ja, kannst Upgrades kaufen. Hast du ja gesehen, dass er den Start versteht. Ich hab die Anzeige nicht. Unten links, unter der HP. Ich bin Roboter. Ich hab unendlich Sauerstoff. Du Arsch! Haben wir das schon gehabt auf der Gamescom. Stimmt, ich hatte das nicht. Ich hab deswegen habe ich doch auch immer die Schilder ausgemacht, weil ich kann hier rumlaufen. Saboteur. Ich bin der Lukas und du hast Scheiße im Kopf. Oh, Balui wird zurückgelassen. Klappenmülleimer. Wir laufen auch alle hinterher, ne? Ja. Du läufst ja auch zu dem Questgeber. Echt mal, wir müssen doch dahin. Das ist auch am Eben. Ja. Aber oben ist schneller. Umweg, echt? Ja. Irgendwer geht unten rein. Gut, dass man auch gar nicht mega weit springen kann und einem das auch nur dezent nervt. Ich find's lustig, dass ihr mir alle hinterherlauft und ich eigentlich falsch laufen werde, nämlich oben bleiben müssen. Wir sind oben geblieben. Doch, weiter oben, ja. Ich hab hier gleich reingelaufen. Ja, ich wollte mir weil nur noch mal die abholen wollen. Nee, ich brauchte Sauerstoff. Ich auch. Dallo. Ich brauch da nein, auch. Nein! Oh, da ist einer richtig unfähig. Ich habe ein paar Kameras am höchsten Punkt deines Sprungs installiert. Du musst dich nur in die Luft katapultieren und irgendwas Motivierendes sagen. Alle hopp! Nochmal zum Mitschreiben. Sag was Motivierendes. Dalu. Alles ist möglich, sowas in der Art. Bis Dalu. Ich bin schon wieder runtergefallen. Cool. Dieses Mal werfe ich auch ein paar Ziele hoch. Knall sie ab, bevor du landest. Dann wird das Poster noch besser. Und sag dabei wieder was Motivierendes. Baum. Hey! Blabla. Er hat mich weggeschubst. Meiner hat Blabla gesagt. Meiner hat gesagt, mein Name ist Klick. Spring in die Luft und krache auf das Druckpad, indem du dich duckst. Dann sag was Cooles und mach dabei dein badassigstes Gesicht. Was war das? Achso, du kannst wieder runter, wenn du... Ach, da sind Fotos. Fotos. Jetzt verstehe ich das. Ja, guck mal, das ist Chico, das, Chico, das ist wie in einer Wasserbahn, weißt du? Wo man dann ganz viele... Aha. Wie man ganz viele Fotos kriegt. Sehr gut, das war cool. Oh Gott, ich sterbe. Schau den Drucker an und schau zu, wie er unsere Plakate ausspuckt. Wo ist es, der Drucker?
War schon wieder drin. Hätte auch einer von euch drin bleiben können, ne? Aber draußen liegt das Geld, hier liegt die Asche, Leute. Also wenn wir das U-Brett benutzen und dann C drücken, dann klatschen wir runter und machen richtig viel Schaden. Kannst du auch hier Bunny hoppen. Habt ihr die Zeit im Auge? Malu, hast du die Zeit im Auge? Ich druck was. Ich hab die Zeit im Auge, ja, noch 4 Minuten. Bist du, bei, du weißt ja, 5 Minuten vorher noch, ne? Ja, ja, ich weiß. Okay. Der Drucker. Der Drucker ist Nadeldrucker. Maximal Schmetterschaden. Deadlift, der Kerl, den du killen solltest, hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Yay. Ich hab halt Motivationsprobleme. Was? Begib dich zu seinem Schiff und häng sie überall auf. Hier, nimm die Poster und den Lieferschein. Ganz toll. Was nehmen wir denn jetzt? Den machen wir fertig, ey, mit Plakaten. Wir müssen aber da Katzenplakate oder sowas. Nun nimm sie doch, Dalu. Ich wollte sie mir erst angucken. Unterschreiben lassen, bevor du die Poster aufhängst. Was? Wer unterschreibt? Balu, ich unterschreib du. Nee, wir müssen unterschreiben. Ja, klar, ich fake das einfach. Wir sind Team Unfähig. Gezeichnet. Team Unfähig. Ja. Oh, warte mal, es gab ein Level-Up und mit O2-Kapazitäten. O2-Ken. Scheiße. Das ist so schön, wunderschön. Immer her damit. Nein, ich hab mein Tagebuch verkauft. Aha. Keine Ahnung, wofür das Tagebuch da ist. Deinen Tag zu dokumentieren. Haha. Liebes Tagebuch. Ich bin heute sehr unfähig gewesen. Ich bin jetzt hier im Tag 3 mit diesen unfähigen Menschen. Ich habe keine Lust mehr. Alles ist scheiße. Boah, guck mal, wie weit wir da müssen jetzt, ey. Boah. Können wir noch nicht die Raumschiffe? Hallo, können wir noch kein Raumschiff nehmen? Nein. Nein, dann müssen wir laufen. Alle hopp. Hua, chipau, hua, chipau, hua, chipau, hua, chipau, hua, chipau, hua, chipau, hua, chipau. Ja, ist schon richtig toll, so dieses hua, chipau. Komm, wir laufen über die Lava in der Mitte. Komm nochmal. Um Gottes Willen. Hua, chipau. Ja, das hätten wir auch mal Gamescom schon mal wissen sollen, dass man mit C so ein Smash kann, ne? Ja, dann hätte ich mich nicht darüber aufgeregt. Hier drüben. Hua, chipau. Mille Fuyille. Mille Fuyille und Hurtschepau. Ich finde Hurtschepau ist ein schönes Wort. Hallo, wo läufst du eigentlich lang? Ich weiß nicht, guck mir die Landschaft an. Guck mal, Hurtschepau. Ihr habt da Viecher, die ihr Hurtschepauen könnt. Ach je. So, pass auf, jetzt. Hurtschepau. Das macht ja keinen Schaden. Hurtschepau. Scheiße. Ups. So bescheuert. Macht keinen Schaden, Junge. Warte hier. Was ist das denn da oben? Er ist ein Blödmann. Naja, er hat auch meinen Moonzumi Digi-Strut-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Wie werfe ich Sachen weg? Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. Wer ist er denn? Rechte Maustaste auf das Item und dann fallen. Hey, das ist meiner. Hey. Der war cool, der hat Bumm gemacht. Huetschipau! Das macht keinen Schaden! Komm mit, Shigo. Sorry. Keine Ahnung, wie lang. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Okay, man darf Huetschipau. Die du auf der Helios gekillt hast. Bitte, ganz wie du willst. Hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarp! Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat! Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten! Ich glaub, der mag uns nicht. Nein, ich fahr runter! Oh Gott, ich bin hier. Also mit dem Hurtschepau-Skill darf man nicht auf den Viechern landen, sondern muss daneben landen. Mach du mal, Dalu, kannst auch Hurtschepau! Wenn du auf ihm drauf landest, kannst du das auch machen. Du musst dann die ganze Zeit C spammen, dann springst du ihm die ganze Zeit auf. Ja, du machst ihm nur mal nur 5 Schaden oder so, das ist voll wenig. Oh, ich hab keine Munition mehr. Das ist eine Waystation. Ich will auch eine Waystation. Los, spring ihnen ins Gesicht, der Fieder! Hurtschepau! Boah, das macht 100 Schaden, das Hurtschepau. Mehr als meine Waffe. Schaut, ich brauche mal eure Hilfe. Du sollst nicht auf den drauf landen, du bist so unfähig. Ich habe ihn platt gemacht. Aua, was war das denn? Suizidos. Komm, wir gehen hier hoch. Ich glaube, hier geht's hoch. Ja. Sieht gut aus hier.
Und als Hutschepau. Alter, das geht richtig geil, wenn wir einmal weiß, wie er funktioniert. Aua, aua. Hutschepau. Hutschepau. Alter. 132 Schaden. Hutschepau. Kommt ihr mal hier. Wir kämpfen hier gegen den Mega. Nein, wir müssen Hutschepau machen. Wir können gerade nicht, Early. So. Da flog Geld. Da flog Geld. Oh, hier ist eine Waffenkiste und da, du. Early ist nicht da. Ich hab Waffen genug. Ich hab auch ein paar. Nein, du Arsch! Ich wollte die! SMG. Tut mir leid. Ich brauch SMGs. Da ist noch eine SMG. Zum Werfen? Also, dann teilen wir das auf, ja? Ich nehm Shotguns und ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Das Problem ist, alle 100 Sekunden wechselt sich die Waffe, mit der ich am meisten Schaden mache. Ich brauch alle Waffen. Du kannst mich mal. Ist kein Scherz, momentan sind es SMGs. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war ein mega guter Pau. Das ist ein Badass. Boom! Raumschiffe, Raumschiffe, könnt ihr herkommen? Aua, 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 aua. Aua. Alter, wie sollen wir den denn kaputt kriegen? Könnt ihr. Wollt ihr mich retten? Ne, braucht er nicht. Dann brauchen wir nicht. Mit eurer F-Fähigkeit. Ja, ja, nutzt mal eure Fähigkeiten. Weil ihr habt ein Schild, der kriegt doch jetzt keinen Schaden. Nein, ich bin down, down, down. Hast du nicht Hutschepau gemacht? Schaden jetzt kriege, doch, aber ich muss meine Hutschepau, Hutschepau! Wir müssen eine Schwachstelle finden. Dein Maul, dein Maul, dein Maul. Nein, Hutschepau, nicht sein Maul. Du sprichst es falsch aus. Nein, dein Maul, wenn das aufreißt. Glaube ich kritisch. Ja, ja, ach so, ich habe keine Munition. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nicht schieße. Nicht vor ihm stehen. Ja, wieso? Early kann vor ihm, er hat doch ein Schild. Alter, jetzt schon badass, aber wir müssen dann auch was machen. Die Chigo darf danach. Jetzt. Perfekt. Chigo, darfst du was machen? Ich darf was machen, oh ja. Gott. Oh Gott, da kommt der nicht. Das ist mein neuer. Oh Gott, warte, warte, warte. Ich kann mich nicht konzentrieren. Müssen wir erst die Monster noch besiegen? Ja. Ah, das Ding löst hier. Level up. Da kommt immer neue raus. Egal, lass es hier oben hinlaufen. Nee, die werden immer kleiner. Ja, ja, die werden kleiner. Ja, meine ich ja. Aber ich denke trotzdem, dass Chigo das ruhig während des Kämpfens machen kann. Okay. Ich bin dran, ja, ne? Du musst beenden. Achso, ja, dann würde ich sagen, oh Gott, bis zum nächsten Mal. Schaut aber den anderen vorbei. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.